E-Mobilität. Wer darauf setzt, achtet häufig vor allem auf eins: Reichweite. Und Riese und Müller setzt bei ihrem Charger 4 genau darauf. Boschs großer 750 Wattstunden starker Akku und ihr Performanceline CX Motor kommen bei optimalen Bedingungen auf 140 Kilometer Reichweite ohne Berge und Gegenwind. 2,5 Stunden für 50% Batteriestand mit passendem Ladegerät ist ein guter Wert. 6 Stunden für einen vollen Akku auch. Das in den Vorbau integrierte neue Display Kiox 300 und die brandneue LED Remote machen Bedienung und Übersicht besonders einfach. Dazu ist es hübsch anzusehen. Die Komponenten sind hochwertig, wie zu erwarten bei einem Einstiegspreis von 5.100 Euro und der Obergrenze von knapp 8.000 Euro. Riese und Müller bietet 4 Möglichkeiten: Touring oder Vario und beide jeweils noch in einer GT-Variante. Unser Testbike ist das GT Vario. Unterschiede sind zum Beispiel in der Bereifung der gefederten Sattelstütze und der Federgabel zu finden. Das Hardtail hat 10 cm Federweg vorn, macht einfach Spaß. Die gefederte Sattelstütze hat eher schlechte Bewertungen, auf uns wirkt sie komfortabel. Mit der Vario-Version bekommt man einen langlebigen, wartungsarmen Riemenantrieb mit stufenloser Nabenschaltung. Wir raten zu dieser kostspieligeren Variante, wenn die Zeit für häufige Wartungen fehlt. Wer Spaß daran hat, treibt bei der Touring-Variante das Hinterrad mit 11-Gang-Kettenschaltung etwas direkter an. Extra lange und breite Schutzbleche passen gut zu der 28-Zoll-Bereifung von Schwalbe. Stollenbereifung gibt's auf Wunsch. Die Beleuchtung vorn Supernova Mini 2, hinten sorgt Busch und Müller für Sichtbarkeit. Die Qualität passt zum Fahrrad. Für genug Stauraum ist mit Heck und möglichem Frontgepäckträger gesorgt. Der hintere verspricht 27,5 Kilogramm Traggewicht, so kann er mit optionalem Passagierkit auch Kinder tragen. Trotz der satten 30 Kilogramm Gewicht hat uns das Fahrrad mit dem schnittigen Design überzeugt. Eine gelungene Fortsetzung der Charger-Reihe.